Can I have one last hug? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit auf den Umzug und ja, einfach auf das Zugfahren, an das Ankommen in Norddeutschland. Genau, mir geht's gut. Der Abschied war ein bisschen traurig. Ich habe Josia heute früh Tschüss gesagt und ich habe geweint, aber ich meine, es ist okay. Wir sind gerade in den Tunnel reingefahren. Es kann sein, dass es so laut ist, dass man kaum was versteht. genau, aber ich würde sagen, ich rede, wenn ich in Hamburg angekommen bin, ein bisschen mehr darüber, wie es mir geht. Ja, ich freue mich einfach auf das, was kommt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ich melde mich aus meinem zweiten Zug. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen ruhiger. Ich habe vorhin schon versucht zu filmen, aber es ist einfach viel los. Genau. Ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen, wie ich meinen Abschied jetzt die letzten paar Tage und Wochen wahrgenommen habe. Es war ja so, dass ich an sich seit 2 Monaten, seit das Abi rum ist, frei habe und auch wusste, dass ich ja das FSJ anfange. Genau, und ich habe einfach echt meinen Sommer genossen, versucht, mich mit vielen Leuten zu treffen. Und jetzt, besonders die letzten 2 Wochen, war es nochmal voll intensiv. Ich wurde aus der Kirche verabschiedet, aus meiner Jugendgruppe, habe mich nochmal selber mit ganz vielen Leuten einzeln getroffen, war ein paar Tage in München, habe da Freundinnen gesehen, habe viel mit meinem Freund gemacht und dann hatten wir auch noch ein paar Abschiedsfeiern oder eine Abschiedsfeier. Das war wirklich cool, wo ich mich einfach mit Leuten treffen konnte. Genau, ich muss eine kurze Break machen. Wir sind in einem Bahnhof. Klatsch. Sehr gerne, Fahrgäste, beachten Sie dann auch in den Zügen des öffentlichen Personenverkehrs eine Mund- und Nasenbedeckung getragen werden muss. Vielen Dank. Hey, ich glaube, ich kann weiter erzählen. Genau, das Coolste war jetzt für mich wirklich nochmal die letzten paar Tage. Mir ist da auch beim Ausräumen vom Zimmer und Packen viel krasser das Gefühl gekommen, dass ich jetzt wirklich ausziehe. Und ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut die ganze Zeit, genau, und Samstagabend. Ist mir aber voll bewusst geworden, dass es jetzt auch voll die Umstellung wird in der Beziehung, die Josia und ich bisher hatten. Wir haben uns jede Woche gesehen, jetzt wahrscheinlich nur noch so einmal im Monat oder so. Und dann wurde ich schon voll traurig. Auch als ich so mit meinen Eltern abends gegessen habe, realisiert habe, okay, ich lasse jetzt auch irgendwie das Haus zurück oder die Umgebung, in der ich 18 Jahre lang gelebt habe. Also voll ein Mischmasch von Gefühlen. Heute früh am Bahnhof habe ich auch noch mal kurz geweint, als ich allen Tschüss gesagt habe. Meine beste Freundin von der Schule ist gekommen und das hat mich richtig gefreut. Ja, und ich freue mich jetzt richtig auf das, was kommt. Ich bin super gespannt, jetzt in 40 Minuten die anderen kennenzulernen. Also, mein FSJ beginnt ja erstmal mit einem Seminar am Anfang, wo ich erstmal mich ein bisschen in Ruhe einleben kann, aber gleich alles ja, erzählt, beigebracht kriege über meinen Alltag dann dort vor Ort. Ich freue mich richtig drauf, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen werde, wann dann das nächste Video kommt. Genau, aber ich glaube, ihr könnt genauso gespannt sein wie ich auf das, was kommen wird. Ich freue mich mega. Ich bin gespannt zu sehen, wie ich mich verändere, wie ich wachsen werde, aber auch was das mit meinem Umfeld macht. Genau, und ich freue mich auf die Herausforderung auf jeden Fall. Yes, daher wünsche ich euch Gottes Segen, alles Gute. Wie immer, schreibt, wenn was ist oder wenn ja, ihr einfach irgendwas erzählen wollt oder euch auf dem Herzen liegt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mir ist was eingefallen, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Ich saß vorhin im Zug und ich hatte ja schon über mehrere Tage hinweg gepackt und voll ordentlich und so mir alles zusammengeschrieben und habe echt wirklich an alles gedacht, außer
mein Ladekabel heute früh. Genau, und dann war ich eben im Zug gesessen, in einem Abteil, und neben mir saß ein Mann. Und ich habe nur nach einem Ladekabel gefragt, damit ich mein Handy einmal laden konnte, weil es halt fast leer war und ich noch 4 Stunden Zugfahrt vor mir hatte. Und dann ist er aber am nächsten Bahnhof ausgestiegen und hatte mir sein Ladekabel gegeben, damit ich es an der Powerbank, halt an meiner Powerbank anschließen konnte. Dann wollte ich es halt gerade abmachen und ihm geben. Und dann sagt er einfach so, hey, nein, alles gut. Ich sehe an deinen Koffern und alles, du ziehst um. Du hast kein Ladekabel. Ich bin gleich daheim. Du darfst es behalten. Ne? Und es hat mich so krass dankbar und glücklich gemacht. Und ich war, also dem Mann gegenüber natürlich, aber vor allen Dingen auch irgendwie Gott. Weil ich glaube, dass Gott in solchen kleinen Situationen genauso versorgt wie im Großen. Und ich glaube, dass der Mann das nicht einfach so gemacht hat, weil er cool drauf war, weil er nett ist. Sondern weil Gott in dem Moment auch gesehen hat, wie wichtig das Ladekabel jetzt für meine Weiterreise auch ist. Und ja, irgendwie den Mann dazu gebracht hat, mir das zu geben. Genau, so als Ermutigung für euch. Gott ist dabei, egal wohin ihr unterwegs seid, ob ihr allein seid oder euch allein fühlt. Es ist nicht so, weil Gott immer noch seine Hand um euch hält und euch versorgt. Genau.